Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gleich werden wir gemeinsam einen außergewöhnlichen Moment erleben, in dem Tino Chrupalla, eine zentrale Figur unserer Partei, in einem spannungsgeladenen Gespräch mit einer Moderatorin nicht nur standfest bleibt, sondern durch seine Faktenkenntnis und Überzeugungskraft besticht. Die Moderatorin versucht, Tino Chrupalla in eine Falle zu locken, indem sie das Thema Migrationspolitik geschickt in den Fokus rückt. Doch, wie Sie gleich mit eigenen Augen sehen werden, bleibt er davon unbeeindruckt, vorbereitet und souverän in seiner Antwort. Fast jeder dritte Mensch in Deutschland zwischen 15 und 30 Jahren hat eine Migrationsgeschichte, also auch viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt gerade. Einwanderung gehört seit jeher zur Geschichte Deutschlands dazu und prägt unser Zusammenleben. Was bieten Sie denn den Menschen mit einer solchen Migrationsgeschichte an? Gleich werden wir sehen, wie Tino Chrupalla auf die gestellte Frage antwortet. Besonders zu beachten ist dabei die Herangehensweise der Moderatorin, die offensichtlich versucht, Chrupalla aufs Glatteis zu führen. Sie formuliert ganz bewusst eine Fangfrage in der Hoffnung, dass Chrupalla sich entsprechend der vorherrschenden Meinung in den Medien kritisch äußert, um ihn anschließend als rechtsextrem diffamieren zu können. Diese Taktiken begegnen uns äußerst häufig in den Medien. Sie dienen dazu, Politiker der AfD in einem bestimmten Licht darzustellen und sie für große Teile der Bevölkerung als unwählbar zu brandmarken, indem sie als rechts oder rechtsextrem etikettiert werden. Jetzt werden wir sehen, was Tino Chrupalla zu antworten hat und beurteilen, wie diese mediale Taktik in der Praxis aussieht. Ja, wir freuen uns über jede Fachkräfteeinwanderung, die vor allen Dingen auf dem Rechtsweg, auf staatlichen Wege sich an Gesetz und Recht halten, freuen wir uns. Wir freuen uns Menschen, die hier sich beteiligen wollen in diesem Land, die hier wertschöpfend beitragen wollen, die einer Arbeit nachgehen. Die sind in Deutschland herzlich willkommen. Unser Einwanderungsmodell basiert auf dem japanischen, auch auf dem kanadischen Modell nach Punktesystem. Wir müssen die nationale Hoheit haben, in diesem Land selbst entscheiden, wer kommen darf und wer bleiben darf. Und wir möchten endlich, dass die Gesetzmäßigkeit auch angewandt wird für diejenigen Menschen, die hier kein Bleiberecht haben. Hier möchte ich kurz unterbrechen und darauf hinweisen, wie bemerkenswert es ist, dass es in Deutschland eine erhebliche Zahl von Ausländern ohne Bleiberecht gibt, die dennoch nicht abgeschoben werden. Dies offenbart ein erhebliches Versagen des Staates und insbesondere der Ampelkoalition, die diesen Zustand offensichtlich toleriert. An diesem Punkt ist es wichtig, dass Tino Chrupalla diese Problematik anspricht und auch klarstellt, um wie viele Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis es tatsächlich geht. So erhalten die Zuschauer dieser Sendung ein klares Bild von der Situation. Lassen Sie uns nun weitersehen. Und das sind mittlerweile 300.000 Menschen in diesem Land, die kein Bleiberecht haben, die auch deren Asylantrag abgelehnt wurde. Und diese Menschen müssen auch konsequent abgeschoben werden, weil das nicht zur inneren Sicherheit und auch zur europäischen Sicherheit beiträgt und auch natürlich soziale Konflikte einhergehend hat. Sowohl der Zentralrat der Muslime als auch der Zentralrat der Juden warnen allerdings vor ihrer Partei. Ich zitiere jetzt mal aus einer Erklärung, die der Zentralrat der Juden mit herausgegeben hat. Zitat: Die AfD ist eine Partei, in der Judenhass und die Relativierung bis zur Leugnung der Shoah ein Zuhause haben. Die AfD ist antidemokratisch, menschenverachtend und in weiten Teilen rechtsradikal. Was enteignen Sie oder was entgegnen Sie denn dieser Erklärung, die der Zentralrat gemeinsam mit vielen, vielen anderen jüdischen Organisationen herausgegeben hat? Bevor wir uns Tino Chrupallas Antwort ansehen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass die Moderatorin hier offensichtlich verschiedene Minderheitsgruppen instrumentalisiert, um sie für politische Zwecke einzusetzen. Sie nutzt die Meinungen dieser Gruppierungen, um Druck auf Tino Chrupalla auszuüben und ein Bild zu erzeugen, als ob die gesamte Gruppierung, zum Beispiel die jüdische Gemeinde, diese Meinung vertreten würde. Hier offenbart sich der Versuch von Medien und gewissen politischen Kräften, eine einheitliche Meinungsfront darzustellen, wo in Wahrheit Diversität und Diskussion vorherrschen sollten. Diese Methoden lenken nicht nur von den eigentlichen Themen und Standpunkten ab, sondern wirken sich zudem negativ auf den demokratischen Austausch aus, indem sie Debatten polarisieren und simplifizieren. Es ist von größter Bedeutung, dass wir solchen Ansätzen
mit kritischem Denken und sachlichen Argumenten begegnen. Jetzt wollen wir uns Tino Chrupallas Reaktion ansehen, dabei stets bedenkend, dass eine vielschichtige Perspektive unerlässlich ist, um das volle Bild der politischen Situation zu erfassen. Ja, da muss man ja natürlich erst mal sagen, wie viele Menschen repräsentiert denn der Zentralrat der Juden? Wie viele sind 100.000. Das ist nämlich auch. Ja, Sie, also es ist Sie, der Dachverband, die größte, genau, also da sind ja, das ist der Dach, die meisten wir reden Menschen jetzt, jüdischen Glaubens wir reden, sind dort wir reden jetzt repräsentieren, reden von 100.000, die Sie repräsentieren. Also es ist eine absolute Minderheit, diese auch eine absolute Minderheitsmeinung. Wenn Sie sich unsere Anträge, auch unsere Forderungen im Bundestag anschauen, doch brauchen Sie nicht mit dem Kopf schütteln, wenn Sie sich unsere Forderungen im Bundestag angehen, gerade was, es ist eine Minderheitsmeinung und die widerspreche ich strikt. Wenn Sie sich unsere Position im Bundestag angeht, gerade was jüdisches Leben angeht, gerade was Übergriffe von Muslimen beziehungsweise auch Antisemitismus angeht, das kritisieren wir im Bundestag fast jede zweite Sitzungswoche. Also wir haben eine klare Positionierung und deswegen muss ich diesem klar widersprechen. In seinem Beitrag trifft Tino Chrupalla den Nagel auf den Kopf. Er hebt hervor, dass für eine gewisse Anzahl von antisemitischen Straftaten in Deutschland vor allem Migranten verantwortlich gemacht werden. Diese unbequeme Wahrheit möchten weder die Medien noch die etablierten Parteien benennen, was einer Verleugnung der Realität gleichkommt. Die AfD weist schon seit langem auf dieses Problem hin: Antisemitismus, der aus kulturfremden Ländern nach Deutschland getragen wird. Hier ist die Politik gefordert, sich klar gegen diese Entwicklung zu positionieren und jüdische Einrichtungen in Deutschland zu schützen. Solange dieses Problem nicht klar beim Namen genannt wird, kann keine Besserung erwartet werden. Ergänzend zu den bereits diskutierten Punkten möchte ich auf ein aktuelles Ereignis eingehen. Heute hat Nancy Faeser die neueste Kriminalitätsstatistik vorgestellt und die Ergebnisse sind besorgniserregend. Die Anzahl der Straftaten ist auch im Jahr 2023 weiter angestiegen, wobei ein nicht unerheblicher Anteil auf nicht-deutsche Staatsbürger zurückzuführen ist. Die Pressekonferenz, auf der diese neuesten Zahlen präsentiert wurden, war ein Schlag für Nancy Faeser. Gegen Ende der Konferenz fand sie kaum Worte und musste eingestehen, dass ihre Einschätzungen der letzten Monate weit von der Realität entfernt waren. Dies unterstreicht die Dringlichkeit, mit der wir uns den Herausforderungen in der Sicherheits- und Migrationspolitik stellen müssen. Es ist nicht hinnehmbar, dass die Sicherheit der Bürger durch eine Politik, die die Realitäten nicht anerkennen will oder kann, gefährdet wird. Es bedarf einer ehrlichen Analyse und der Bereitschaft, auch unangenehme Wahrheiten anzusprechen und darauf basierend zu handeln. Die Verantwortlichen müssen erkennen, dass eine Politik der offenen Türen ohne effektive Kontrollen und Integration nicht nachhaltig ist und die soziale Sicherheit sowie den Zusammenhalt unserer Gesellschaft bedroht. Es ist an der Zeit, dass wir die Diskussion über Migration und Sicherheit auf eine sachliche Ebene bringen und Lösungen entwickeln, die dem Wohl aller Bürger dienen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns bald in einem neuen Video wiedersehen, um weiterhin wichtige Themen unserer Zeit zu diskutieren.